Mama und Papa, BTN Jennifer wehrt sich gegen Netzharte. Sie hat die Nase gestrichen voll. Für Jennifer Rilly sollte es momentan eigentlich die schönste Zeit ihres Lebens sein. Die Berlin Tag und Nacht Darstellerin wird bald zum ersten Mal Mama, aber kurz vor der Geburt ihres Sprosses überschattet die Liebeskrise mit ihrem Verlobten Matthias Höhn, 22, ihr Glück. Jetzt macht nicht nur die Trennung der werdenden Mama zu schaffen. Jennifer muss sich gegen üblen Netzharte wehren. In ihrer Instagram-Story erzählte ihren Followern von einem Kommentar, den sie mittlerweile nicht mehr hören kann, genauso die Aussage, die habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, ja, das Baby hat keinen Vater Leute, was glaubt ihr denn, wie das Baby in meinen Bauch gekommen ist? Regte sich die Momotope auf. Sie stellte klar, ihr Baby hat einen Papa. Und das wird auch immer einen Vater haben, immer, sagte sie. Nebenbei gab auch noch ein kleines Liebesupdate. Zwischen ihr und Matthias scheint noch lange nicht alles geklärt zu sein. Und es ist ganz egal, was mit mir und dem Papa ist. Was man zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht sagen kann, und das wollte ich einfach mal klarstellen. Das Baby hat beide Elternteile, Mama und Papa, nahm den Kritikern endgültig den Harte aus den Segeln.